Wie können wir das finanzieren? Indem wir einen bestimmten Prozentsatz des gesellschaftlich produzierten Reichtums in Bildung investieren. Es redet man EU-weit, also in der EU-Kommission, von der Notwendigkeit, in den EU-Mitgliedstaaten durchzusetzen, 2,5% des jeweiligen BIPs in die Bildung. Warum 2,5%? Weil es soll wachsen, es soll besser werden und 2% haben 23 Mitgliedstaaten ohnehin schon. Ja? Luxemburg und Österreich haben 1,1% des BIP. Das ist nachweisbar, das ist Faktum, das kann man googeln, das kann man recherchieren. Wenn ich in 5 Minuten draufkomme, kann jeder Journalist auf das draufkommen, wahrscheinlich in 3 Minuten. Ja? Österreich zahlt in die Bildung, investiert in die Bildung zwischen 1,1 und 1,2% des BIP. In den 70er Jahren waren es 7%. Heute sagt die Uni, sagt die EU, wir wollen im Laufe der nächsten Jahre auf 2,5% kommen. Aber selbst die 2%, die jetzt EU-Durchschnitt sind, wären in Österreich eine Verdopplung. Was ist jetzt unbescheiden bei den Forderungen, die die Studenten erheben? Und kann man das bitte begreifen, kann man das bitte vermitteln, kann man das so kommunizieren, dass das ein Mensch, der nicht auf die Uni geht, versteht, nachvollzieht und unterstützt. Kann man vielleicht nicht, aber man sollte es versuchen. Aber man muss diese harten Fakten auch sagen. Ja? Immer wieder darauf hinweisen. Ja? Ich würde ja bei der Millionenshow den Hahn fragen, wie viel Prozent des BIP investiert Österreich in die Bildung? Er wird sagen, 37 Millionen Euro mehr als voriges Jahr. Sage ich, wie viel Prozent des BIP sind das, Herr Minister? Ich weiß nicht, was war. Aber es steht auch in der Zeit. Ja, so alles. Also ich glaube, die ganze Auseinandersetzung, die weitere Dynamik der Universitätsbesetzung, also kann an Fahrt und Perspektive nur zunehmen, wenn man zwei Sachen kommunizieren kann. Erstens, es geht es halt einfach nur darum, dass es ein bisschen weniger Geruchsbelästigung ist, wenn man in weniger überfüllten Hörsälen sitzt. Und zweitens, dass es nicht um einen Kampf für Privilegien geht, sondern um einen Kampf für Demokratie. Das ist es. Ja, vielen Dank, Robert Menasse. Wir haben jetzt einen sehr guten Input bekommen durch dieses Impuls-Referat. Wir haben jetzt lange zugehört. Ich glaube, es haben sich viele Fragen angestaut in uns. Und die sollten wir jetzt diskutieren. Bis morgen, der Zeit.